Das ist ihre 2013er Cadillac XTS Limousine. Und mit diesem heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 6. Ja, ich muss eure Fahrzeugwünsche einmal zurückstellen, denn es gab gestern ein Autopaket, das ich mir runtergeladen habe. Natürlich, ich habe den Season Pass. Darin enthalten ist das soeben gesehene Fahrzeug, allerdings auch die hier, nämlich der Caparo T1, eines der absoluten geilsten Autos. Den werde ich auf jeden Fall auch nochmal fahren. Dann der Honda RA 300, also auch ein alter Formelwagen. Ist immer wieder verwunderlich, wie viele alte Fahrzeuge die da mit reinnehmen jetzt. Darüber hinaus Infiniti Q60, den gibt es sogar gratis, glaube ich, allgemein. Der Mercedes W154. Dann haben wir noch den Nissan 300 ZX, die Rennversion. Den Toyota R1, ja, der Rebellion Racing R1. Der auch in der Le Mans fährt, glaube ich. Ich glaube in der LMP2-Klasse. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin bei der WEC nicht so auf dem neuesten Stand. Und darüber hinaus mein absolutes Highlight, der alte Volvo 123 GT. Nee, aber heute gehen wir die Folge ein bisschen anders an. Denn wir gehen einfach mal ganz kurz in den Forza Vista-Modus, wo wir uns das Auto mal ein bisschen anschauen werden. Und ich werde... Na, wo ist denn der eigentlich? Und ich werde das Auto... Eventuell auch noch tunen. Ja, das wird super lustig. Ach, da ist es ja. Also, wir werden auf jeden Fall ein Rennen mit dem Fahrzeug bestreiten. Das ist geil. Also, die lange Stretch-Limo hier, wer auf die Idee kam, das Teil hier wirklich in Forza 6 zu bringen, Respekt. So, hier können wir das Licht einschalten. Oh, das sieht schon cool aus. Hinten auch. Und hier ein paar schöne Impressionen dieses Fahrzeugs. 1,50 Meter hoch. Ja, die Pfeile gehen ein bisschen hoch, aber passt schon. 7 Meter lang. Ein 7 Meter langes Fahrzeug. Was sucht das denn auf der Rennstrecke? Das werden sich dann die meisten fragen, gegen die wir fahren werden. Aber auf jeden Fall, ja. Ich find's lustig. Ich find's super lustig. Da hat man es nochmal gesehen, die anderen Daten, das ging mir ein bisschen zu schnell und das war ein bisschen zu unauffällig, deswegen habe ich da ein bisschen zu spät rübergelinst. Also, ein paar Informationen haben wir da, hier können wir reingehen. Ha, was können wir hier alles machen? Ach, wir können uns sogar umsetzen. Euren Schluck trinken. Das wäre jetzt schön. Ich finde es auf jeden Fall wunderbar, dass die sowas mit reingenommen haben. Ja, ich meine, Motorsport ist halt nicht nur auf Geschwindigkeit getrimmt, sondern auch auf lange und luxuriöse Autos. Ja, sieht man in der Formel 1 immer wieder, dass die da fahren. Okay, steigen wir mal aus. Genug Luxus. Ja, ich kann auch vorne die Tür aufmachen. Aber wir werden sowieso das Auto gleich fahren. Deswegen wird das nicht so spannend sein. Ich finde die Nahaufnahmen sehr interessant. Da sieht man auch, wie detailliert teilweise der Lack ist. Aha. Ich frage mich, gibt es hier keine Sprecher irgendwie? Weil bei Forza 4, da gab es, ich glaube... Jeremy Clark hieß der so, von Top Gear. Auf jeden Fall derjenige, der wegen einer rassistischen Äußerung, glaube ich, irgendwie gefeuert wurde. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist so das, was ich wusste. Nichts drückt Luxus und Eleganz deutlicher aus als eine Limousine, bei der Fahrer- und Passagierbereich voneinander getrennt sind. Limousinen gab es schon als Pferdewagen. Sie sind nach den Kapuzenmänteln der Schäfer aus dem französischen Limousin benannt. Für ihre Herstellung werden Serienfahrzeuge halbiert, der Grundriss wird erweitert und die Karosserie versteift. Anschließend werden Karosseriebleche, Geräuschisolierung und Verkabelung hinzugefügt. In den 1990ern wurden Limousinen auf der Basis von Sportwagen, SUVs und klassischen Muscle Cars populär. Erstmals beliebt waren Stretch-Limousinen in den 1930ern, als sie für die Beförderung von Berühmtheiten verwendet wurden.
Im Jahr 1939 begann sogar der Präsident der USA, in einem gepanzerten Lincoln Sunshine Special zu reisen und begründete eine Tradition, die bis zur heute verwendeten Spezialanfertigung des Cadillacs reicht, der The Beast genannt wird. Interessant. Ja, das ist also die Info, die man auch so gesprochen dann bekommt. Sehr schön. Ich hatte mich schon ein bisschen gewundert. Na, hier haben wir nochmal eine Information. Ach so, mein persönlicher Höhepunkt mit dem Fahrzeug. Ja, ich bin noch nicht so viel gefahren. Aber man muss schon sagen, ja, geil. Ja, wer würde... Okay, jetzt wieder die Fahrzeuglänge. Okay, das haben wir schon. Wer würde nicht gerne einmal so ein Auto auch selbst besitzen? Naja, wobei ich muss sagen, da würde ich doch lieber viele, viele andere Fahrzeuge haben. Wir können hier den Motor wechseln. Ach komm, hier können wir auch maßlos übertreiben. 5,9 Liter V8 Racing. Aber noch nicht. Noch nicht. Wir werden erstmal hier schauen, wie der sich so auf der Rennstrecke anstellt. Ja, komm, nehmen wir hier die Flugfeldteststrecke. Ich bin echt gespannt. Vor allem, wie wir um die Kurven kommen werden. Das ist mit einer Limousine ein bisschen schwierig. Aber gut. Aber gut, wir werden es versuchen. Ich glaube, wir werden in dieser Folge unseren Spaß haben. Der Hammer, der da abgehoben ist, ich glaube, wenn wir die Limousine ausreichend tunen, dann wird das Teil auch abheben. Und dazu ist ein Flugfeld ja perfekt. Da gibt es ja kein Problem, wenn irgendetwas mal abheben sollte. Na, von der 24. Position... Ja, komm, wir möchten sehen, wie wir durchs Fahrerfeld flügen. Auf geht's. Wahrscheinlich belegen wir zwei Startplätze oder so. Okay, der Sound ist schon mal geil. Die Beschleunigung auch. Ja, wobei, kurz nachdem die Drehzahl gefallen ist, dachte ich, ja, schlecht, aber... Jetzt geht's schon einigermaßen. Wir überholen hier den Hammer und jetzt der Hubbel, den dürfte man in der Limousine gar nicht spüren. Na, lasst uns vorbei. Oh Gott. Man sieht, ich sollte nie Chauffeur werden. Ich fahre aus der Außenansicht, aus der Innenansicht kann man es, glaube ich, nicht so gut sehen, wie das Auto sich um die Kurven legt. Ich werde hier nicht alle vier Runden fahren. Niemals. Wobei es sich einigermaßen noch fährt. Also das muss man echt sagen. Ich hatte es so viel schlimmer erwartet. Ich meine, das Auto ist das, was man am wenigsten auf der Strecke fahren sollte. Ja, es gibt so viele Autos, die mehr dazu geeignet sind. Jedes Auto ist besser dazu geeignet. Eventuell sogar der Hammer. Wobei das nicht mal unbedingt ein Auto ist. Ja, man muss schon sagen... Nur, was war das denn? Wo kam der Pinöppel her? Jetzt schauen wir auf der Geraden nochmal, was für eine Geschwindigkeit wir erreichen können. Aber man sieht, man kann gegen die KI auf jeden Fall bestehen. Eventuell gewinnt man die Kämpfe gegen die KI sogar. Und wie viel km/h erreichen wir hier? Bei Start und Ziel sind wir bei über 150, über 160 sogar. Oh. 175 km/h haben wir, glaube ich, erreicht. Und ich pausiere mal, bevor ich hier in die Mauer knalle. Also, super geiles Ding, muss ich echt sagen. Ist schon lustig. Und wenn ich den jetzt voll auftune, dann werde ich auf jeden Fall mal im Mittelfeld starten, damit ich mal sehe, wie viel Platz wir hinter uns haben zum nächsten Startplatz. Der hinter, also nicht zum nächsten Startplatz, sondern zur nächsten Startreihe, so. Der nächste Startplatz ist rechts von uns. Der wird keine Probleme mit der Fahrzeuglänge haben, aber der hinter uns startet, unmittelbar hinter uns, der wird seine Probleme haben, denn wir haben dann ein sehr, sehr langes Fahrzeug und jetzt haben wir hier mehr als... Ach du Kacke. Es sind mehr als 500 PS, die das Teil dazu gewinnt. Das sind, welcher Rennmotor hat so eine Leistung bei Cadillac?
ich bin mir noch nicht mal sicher, was für einen Antrieb ich hier nehmen soll bei dem Teil. Welcher Motor leistet das bei Cadillac? Schaut mal ganz kurz, 615, 740 Kilowatt. Damit sind wir bei über 1000 PS. Wir sind auch bei 1000 Newtonmetern. Okay, das ist gerade sehr, sehr seltsam. Ja klar, die Limousine legen wir tiefer. Sieht sehr, sehr schick aus dann. Oh Gott, aber schaut mal auf das Handling. 3,5. So wenig hatte bis jetzt, glaube ich, kein Auto. Und wenn man die Stabilisatoren nochmal hinzufügt, dann wird das ja noch schlechter. Ja, ein Überrollkäfig hat jeder in seiner Limousine. So, Gewichtsreduktion. Wir sind bei knapp über 2 Tonnen jetzt. Der Motor ist ein bisschen schwerer gewesen als der ursprüngliche. Sehr schön. Hier sparen wir ein bisschen Gewicht ein. 2062 Kilo. Das ist eine richtige Rennmaschine. 2056, jetzt können wir in der Formel 1 mitfahren. Ja komm, das Differential werde ich eh nie umstellen bei dem Auto, deswegen bringe ich es auch nicht an. Reifenmischung. Damit sind wir bei Klasse A und haben ein gutes Handling. Naja, okay, gut ist relativ, aber im Vergleich zu dem, was wir gerade eben hatten, ist es schon mal ein bedeutender Schritt nach vorne. Aber jetzt ist das Auto schwerer durch die breiteren Reifen. 2066 Kilo. So, jetzt schaue ich nochmal. Wir holen uns hier richtige Protzfelgen. Kann man sich auch mal holen. Von DAP, genau. Die frühen 2000er Jahre sind zurück. Exhibit moderiert in Forza 6. Endlich wieder Pimp My Ride. Und das würde wahrscheinlich das erste Auto sein, was bei Pimp My Ride da wäre. Ey, stimmt. Warum gibt es eigentlich keine Forza-Serie Pimp My Ride auf YouTube? Ja, komm. Front- und Heckspoiler bringen wir auch nochmal an. Macht das Auto zwar nochmal schwerer, aber passt schon. Der zusätzliche Abtrieb, der wird es schon richten. Und wir sind jetzt mit diesem 1000 PS Teil, ich weiß, dass wir ganz knapp über 1000 PS haben, weil der Bugatti Veyron 736 Kilowatt hat. Wir haben 741. Jetzt geht's mit diesem 1000 PS Teil auf die Strecke. Wir nehmen einfach mal die Flugfeld-Teststrecke. Oder nee, ich fahre danach nochmal in Le Mans. Das wird geil. Ich freue mich drauf. Le Mans wird sehr, sehr lustig. So, ganz kurz, ich tippe nochmal hier in den Taschenrechner gerade ein. 741 mal 1,3, das ist rund so die Kilowatt-PS-Umrechnung. Ach, Moment, 960 PS leistet das Teil doch nur. Na, okay, total schwach. Ich hatte mich, glaube ich, gerade ein bisschen getäuscht. Hat einen kleinen Zahlendreher drin, denn der Bugatti leistet ja 1000 PS, der ursprüngliche. Oh, hier schön die Felgen nochmal inszeniert. Der leistet zwar 1000 PS, aber der hat, glaube ich, dann 763 Kilowatt. Okay, starten wir mit unserer frisch getunten Rennmaschine ins Rennen. Okay, der Start ist nicht groß anders. Aber wir schaffen im ersten Gang schon ungefähr die Höchstgeschwindigkeit, die wir gerade eben erreicht hatten. Oh Gott, es ist absolut geil. Wie wir hier auch noch einige Autos überholen können, es ist unglaublich. Also die KI fährt ohnehin viel zu weit außen in der ersten Kurve. Aber auch jetzt kommen wir hier näher. Das darf doch nicht wahr sein. Warum ist dieses Auto schneller als ein Ferrari F40, 430er, als ein Lamborghini Aventador, der da vorne, glaube ich, ist? Oder ist es ein Reventon? Das kennt man vom Weitem nicht so gut. ...150 im ersten Gang. Ach komm, zieh nicht rüber. Lass uns hier vorbei. Wir müssen den Präsidenten schnell ins Ziel bringen. Okay, jetzt. Bitte, bitte, eine gute Höchstgeschwindigkeit.
Ferraris sind kein Problem mehr. Ich würde so feiern, wenn da plötzlich wirklich so eine Limousine ankäme. Oh, oh. Oh. Hier ein kleiner Drift beim Kurveneingang. Wenn da wirklich so eine Limousine ankäme mit einem Präsidenten drin, würde einfach auf der Autobahn ein Ferrari abziehen. Das wäre total lustig. Gefährlich, aber lustig. Komm schon. Das Gute ist, man kann die Autos auch alle wegschieben. Oh nein. Ja komm, ganz kurz spule ich da nochmal zurück. Ich habe mir die reingepackt, denn die Funktion. Denn ich habe heute richtig viele Crashes gehabt, die durch die KI kamen. Das war jetzt durch mich, ja. Aber das hat mich schon geärgert so ein bisschen. Wollte ich einfach noch ein bisschen Geld einfahren, aber hat mir die KI einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wenn du nach 23 von 24 Runden, ja, denkst, okay, jetzt kriege ich meine Entlohnung. Und dann plötzlich haut dir einer so das Auto weg, dass du keine Ahnung hast, wie du ins Ziel fahren sollst. Ja, dann weiß man, was Frust ist. Und ich glaube, das lernen die Leute hier gerade auch kennen, die mit ihren Audi R8 und Lamborghini Aventador denken, sie könnten uns hier besiegen. Ey, ich bin absolut fasziniert. Das Teil funktioniert so gut. Der 599 GTO hat hier auch keine Chance. Da vorne ist, glaube ich, noch ein McLaren, glaube ich. MP412. Und die Corvette Stingray müsste da noch sein. C7. Ah ne, das ist ein 458 Italia. Ah. So ein Ferrari haben wir noch nicht überholt in dem Rennen. Aber da vorne ist tatsächlich eine Corvette C7. Und ich muss sagen, wegen solcher Momente liebe ich Forza dann wieder. Absolut herrlich. So, komm schon, jetzt. Mit Windschatten. 200. Da habe ich jetzt vor der Erhöhung nochmal gebremst. Damit ich da nicht allzu hoch fliege. Aber ihr seht hier sogar die S-Kurven. Die funktionieren einfach grandios mit dem Teil. Es ist einfach, ja, keine Ahnung, unglaublich. Also, dass ich mit diesem Auto hier wirklich so schnell fahre, geil. Ich find's absolut geil. Wirklich. Es gibt wenig Geileres, als mit einer Cadillac-Limousine hier ein... Ist es immer noch die Stingray? Also die C7? Ich dachte für einen Moment, dass es ein Lexus LFA wäre. Aber nee, das ist immer noch die Corvette C7. Aber das richtige amerikanische Auto gewinnt. Wir haben hier tatsächlich den Rennsieg geholt. Darf es einfach nicht wahr sein. Es sieht immer wieder so geil aus, wenn er über diese Delle fährt. Und das Auto wird einfach hochgeschleudert. Vor allem das Heck. Ist einfach mega lustig. Ah, die Strecke. Ich möchte die ohne Schikanen haben. Ich möchte Le Mans ohne Schikanen fahren. Ah, da war sie gerade. Ah, habe ich leider übersprungen. Ja, nochmal. Es dauert immer sehr, sehr lange, ins Menü zu gehen. Wie gesagt, ich fände es cool, wenn man hier sich direkt die Rennstrecke aussuchen könnte, auf der man fahren möchte. Und wenn es nicht so random einfach durchspawnen würde die ganze Zeit. Na, komm schon. Na, schon wieder die Bugatti-Strecke. Jetzt mit Schikanen. Na, come on. Do it. Just... Do it. Na, jetzt hatte ich sie, glaube ich, aber ja, komm, dann verlasse ich es einfach. Ja, dann dauert es einen ganz, ganz kurzen Moment länger, aber ich kann ja mal in Worte fassen, wie geil ich das Auto finde. Naja, kann ich eigentlich nicht, aber ich wollte es versuchen.
super, super lustiges Teil. Also wirklich mit dem Ding auf eine Rennstrecke fahren und dann alle abziehen, das wäre es wirklich. So, komm, fahren wir auch bei Nacht. Das sieht dann richtig geil aus, glaube ich, mit der Limo. Ja, wollen wir vom letzten Startplatz aus starten oder fahren wir da ein bisschen weiter vorne? Muss ich mal schauen. Ja, komm, vom letzten Startplatz. Dann haben wir noch ein bisschen Windschatten auf der Geraden. Dann können wir alle noch härter überholen. Aber wenn da zwei oder drei nebeneinander sind, dann wird es schwierig mit dem Überholen. Kann ich das Auto auch nicht voll ausfahren. Ja, ich glaube, ich mache die Mod für den Moment einfach mal weg. So, komm schon. Ladezeit, hör auf. Das dort, jetzt haben wir das Gebiet betreten. Mit einem sehr dezent getunten Cadillac. So, ganz kurz. Slots anpassen. Mod entfernen. Dann geht's jetzt mit dem Teil ab auf die Strecke. Das Überraschende ist halt auch, wir sind in den Kurvenfahrten gar nicht mal langsamer gewesen gerade eben, ne? Okay, die Beschleunigung ist nicht so cool, aber jetzt. Da überholen uns drei Autos. Aber ab so 120, 30 km/h ist die Beschleunigung der Limo ein bisschen besser. Ah, da haben wir ein Bug Mono oder BAC Mono. Okay, das ist jetzt so ein kleiner Dämpfer, dass wir hier ein bisschen zurückfallen, aber es passt schon. Oh, die Corvette und die Viper. Die beiden großen Sportwagenkonkurrenten aus den USA, Chevrolet und Dodge, geraten da aneinander. So, und jetzt auf geht's. ...280... 300 und das Auto hört nicht auf zu beschleunigen. 320. Und ich glaube, wenn ich die Abtriebseinstellung noch ein bisschen runterschrauben würde, dann würden wir hier auch locker 350 packen. 330 km/h. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Windschatten. 335, 36, 37. Hier ein bisschen abbremsen. Kurz der Corvette einen Stoß mitgeben. Oh nein, jetzt habe ich nur noch ein Licht. Passt schon. In dem Ding 337 km/h, das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, und hinter mir, da habe ich jetzt noch eine kleine Lücke mir aufgebaut. Und jetzt komme ich wieder näher. Also die Beschleunigung ab so, ja, 120 war vielleicht ein bisschen zu wenig, zu niedrig gegriffen, aber ab so 150, also ab dem zweiten Gang wahrscheinlich, ist bei meinem Fahrzeug ein bisschen besser. Komm schon, hier innen zwängen wir uns vorbei. Ist zwar kein sauberes Manöver gewesen, aber ja, wir können es uns erlauben. Wir fahren quasi ein gepanzertes Wohnmobil, wenn man so möchte. Jetzt sehen wir mal, wie wir den F40 einholen auf der Geraden. 270 km/h, ich bin mir sicher, der ist da ungefähr bei 250 gerade gewesen.
Ja, komm schon. Da war er richtig langsam. Man sieht, ich kann in den Kurven mit dem Ding also auch schnell fahren. Also, mein Zwischenfazit. Das absolut geilste Auto in Forza ist nicht der BMW M3 GT2, wie ich mal meinte, sondern eindeutig die Stretch Limo hier, der Cadillac. Unfassbar geiles Auto, mit dem wir hier sogar fast noch den zweiten Platz geholt hätten. Hinter dem 599 GTO auf der Teststrecke haben wir tatsächlich alle hinter uns halten können. Wir haben die sogar abgehängt, wir haben die noch nicht mal groß aufgehalten. Und hier haben wir uns in einer Runde so stark verbessert. Und darüber hinaus muss man halt auch sagen, das Ding ist einfach 337 gefahren. Das hat über 1000 Newtonmeter Drehmoment, fast 1000 PS und wiegt dabei 2 Tonnen. Das ist ein Bugatti, nur mit 7 Metern Länge. Das ist eigentlich das größte Defizit, oder müsste es sein bei dem Auto, aber irgendwie fährt der sich trotzdem grandios, muss man halt sagen. Geil, also absolute Kaufempfehlung von mir. Wer sich überlegt, den DLC zu kaufen, es lohnt sich für das Auto auf jeden Fall und für den Caparo T1. Das ist ein absolutes Traumauto. Wirklich, in Sachen Rennmaschinen, Track-Toys gibt es da wenig, was besser ist. Ich erinnere mich auch an Project Gotham Racing 4, als ich da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dem Teil hatte. Den gab es da, glaube ich, auch, ne? Caparo T1. Also, falls ich mich gerade täusche, sorry, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es den da gab. Und ansonsten hat er, glaube ich, auch bei Top Gear irgendwie alle Zeiten geknackt oder sonst wie. Also, unfassbar krass. Das Ding ist der blanke Wahnsinn. Darüber hinaus, ja, der Honda, wenn man auf alte Open-Wheeler steht, dann ist auch der sehr empfehlenswert. Oder auch hier der Mercedes Silberpfeil, der W154, auch ein tolles Fahrzeug. Den Toyota finde ich auch super, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ja, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr euch für ein bisschen Geld dann den DLC holen wollt oder nicht. Gratis gibt es auf jeden Fall den Infiniti. Das finde ich immer wieder cool, dass man auch ohne die DLCs zu kaufen Fahrzeuge kriegt. Das habe ich bei Forza Horizon 2 dann gemacht. Und ja, ansonsten finde ich, lohnt es sich. Also geiles Fahrzeugpaket. Ich werde damit viel Spaß haben. Beim nächsten Mal gibt's vielleicht einen Fahrzeugwunsch von euch, aber wahrscheinlich werde ich nochmal das Teil hier auf der Strecke ausfahren, denn das ist wirklich ein Auto. Wenn ihr mal kurz auf die Leistungspunkte schaut, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, bevor ich hier mich verabschiede. Wenn ihr mal auf die Leistungspunkte schaut, 952. Ein Le Mans Fahrzeug, 960. Wenn ich nochmal ganz kurz hier filter nach P, alias Performance, macht er nicht. Na gut, passt schon. Warum macht es das denn nicht? Achso, ich muss X drücken, damit ich es bestätige. So, wir sehen hier, die haben 983, der Bentley Speed 8 hat 977, der alte BMW V12 LMR hat, der ist vom Ende der 90er Jahre, der ist auch Le Mans gefahren, hat da 973. Und das Teil hält mit den ganzen Autos fast mit. Der Mazda 787B, der hat 1991 die Le Mans gewonnen. Danach wurden, glaube ich, die Wankelmotoren nicht mehr zugelassen in der Le Mans. Da mussten die ein bisschen umrüsten und haben den Erfolg leider nicht wiederholen können. Aber es ist auf jeden Fall krass, ja. Ihr seht, das Ding ist geil und deswegen werde ich den auf jeden Fall auch nochmal fahren. Und auch der hat kein Dach. Er hat zwar eine Art Cockpit, hat eine Windschutzscheibe, aber kein Dach. Ja, das mag ich bei Autos immer sehr. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann sehen, was wir dann fahren. Dieses Mal verabschiede ich mich mit diesem schönen, schönen Fahrzeug von euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal, dann bei Forza Motorsport 6.